Ich bin letztens am Rochusmarkt spazieren gegangen. Eine Situation, das würde in Deutschland nie passieren. Also da saß ein ist wie eine wahre Geschichte, das ist wirklich passiert. Da saß ein Ehepaar, österreichisches Ehepaar. Er, ein bisschen blatt, nicht angesoffen, aber sind wir ein bisschen was drum. Angesoffen bin ich nicht. Gesoffen habe ich was, aber ich bin nicht angesoffen. Seine Frau aufgetakelt, an die 60, aber so einen Minirock, es war im Sommer, muss man dazu sagen, glaube ich. Es war nicht jetzt vor kurzem, es war im Sommer. So ein Minirock, Netzstrümpfe, hohe High Heels. Ihnen gegenüber ein türkisches Ehepaar. Ja, waren befreundet. Am Markt einfach Standler gewesen, keine Ahnung. Er, Türke mit solchem Bart, Schnurrbart, so Schnurrbart. Sie, Kopftuch, sitzt so daneben beim Tee. Er, der Türk, Wodka. Gut integriert. Und die reden so. Und er, der Orientale, hat natürlich die Frau abraten ein bisschen. Verstehst du? Also so schöne Frau, muss ich sagen. Also wirklich schöne Frau. Und sie haben es geredet. Ja, ich weiß, was schöne Frau, ich weiß. Ja, na, mir brauchst du das nicht sagen, ich weiß. Und im Vorbeigehen höre ich, wie der Mann zu seiner, der Österreicher zu seiner Frau sagt, Schatz, wir gehen dann heim. Also, der Türke, wollt ihr schon gehen? Warum gehst du? Geht ihr noch nicht? Trinkt man noch eine, trinkt man noch, bleiben wir noch. Und der Wiener sagt, na, wir gehen jetzt heim und dann gehe ich noch mit dem Hund runter. Und der Türke sagt drauf, warum gehst du mit Hund runter? Du hast so schöne Frau zu Hause, gehst du mit Hund runter? Was sagt der Wiener drauf? So schön kann es gar nicht sein, dass der Hund nicht scheißen muss.